Im heutigen Video soll es darum gehen, was ihr machen könnt, wenn euer World of Warcraft nicht mehr startet bzw. sich einfach nicht öffnen lässt. Als allererstes, das Tutorial gilt natürlich für Windows 10 als auch für Windows 11 und wir gehen für den ersten Schritt einmal in die Suchleiste und geben hier ein Task Manager. So drücken wir den hier drauf. Wichtig bei Windows 10 könnte es sein, dass ihr unten noch auf mehr Details drücken müsst, damit ihr hier die große Ansicht wie ich habt. Machen das Ganze einmal groß und nun können wir hier Programme schließen, die mit World of Warcraft zu tun haben und die eventuell im Hintergrund noch laufen und so den Start von World of Warcraft beheben können. Das heißt, das könnte der Launcher sein, über den ihr World of Warcraft startet oder World of Warcraft selber. Ich nehme in dem Fall hier jetzt einfach mal den 5K-Player als Beispiel, rechtsklick dann da drauf und den Task einmal beenden. Das wäre eine Methode, die ihr machen könnt. Als nächstes brauchen wir immer für den nächsten Schritt die Desktop-Verknüpfung von World of Warcraft. Ich habe das hier auf diesem PC nicht installiert, deswegen nehme ich jetzt einfach das hier als Beispiel. Ist im Prinzip genau das gleiche Prinzip. Rechtsklick, weitere Optionen anzeigen, Eigenschaften und dann auf Kompatibilität. Falls ihr die Desktop-Verknüpfung nicht habt, geht ihr unten in die Suchleiste, sucht nach dem Spiel. Zum Beispiel jetzt hier, ich nehme in dem Fall jetzt einfach mal Chrome als Beispiel. Rechtsklick, Datei speichert öffnen. Rechtsklick. Weitere Optionen, Eigenschaften und dann hier auch auf Kompatibilität. Genau, und bei der Kompatibilität müsst ihr dann einmal diese Einstellung hier übernehmen, das heißt Programm als Administrator ausführen, Vollbitoptimierung deaktivieren und Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen. Übernehmen das Ganze einmal, drücken auf OK, danach müsst ihr den PC neu starten und dann sollte sich euer Spiel eigentlich wieder öffnen lassen. Falls ihr da noch Probleme habt, unbedingt in die Kommentare damit. Wir finden bestimmt eine Lösung. Und ansonsten würde ich sagen, das war's jetzt von mir. Ich bin damit raus. Sehr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und dann bis zum nächsten Mal.